Hallo und herzlich willkommen. In diesem kurzen Video möchte ich Ihnen einige Funktionen der Plattform Hubzilla vorstellen und Ihnen bei den ersten Schritten helfen. Hubzilla ist eine dezentrale soziale Plattform, in der Funktionalität vergleichbar mit Facebook beispielsweise. Nutzerinnen können dort Kanäle anlegen und darüber Nachrichten öffentlich und privat mit anderen austauschen. Sie können Links, Videos und Bilder teilen. Es gibt Apps für Direktnachrichten. Es gibt eine Kalenderfunktion, eine Dateiablage für Dokumente und Fotos. Es gibt Wikis und einiges mehr. Im Unterschied zu Diensten wie Facebook ist Hubzilla dezentral. Das bedeutet, es gibt nicht nur eine Instanz des Dienstes auf einer einzigen Website, sondern es gibt hunderte Instanzen, sogenannte Hubs, überall im Netz. Die Instanzen bilden eine Föderation und sind Teil des Fediverse. Zum Fediverse gehören unter anderem Dienste wie Diaspora, Mastodon oder Pleroma. Das sind Dienste, von denen Sie vielleicht schon mal gehört haben könnten. Die funktionieren so ähnlich wie Twitter und viele weitere. Alle Hubzilla-Hubs können untereinander kommunizieren, müssen es aber nicht. Das heißt, sie können Nachrichten innerhalb eines Hubs austauschen oder eben auch, wenn sie möchten, mit anderen Nutzern auf anderen Hubs. Diese Hubs können außerdem auch mit anderen Diensten im Fediverse kommunizieren. Es ist also grundsätzlich möglich, zum Beispiel einem Kanal auf Mastodon zu folgen von einem Hubzilla-Hub. Sie können sich also nicht nur mit Accounts auf dem eigenen Hub austauschen, sondern auch mit Accounts auf Hubzilla-Hubs und eben vielen Nutzenden bei vielen anderen Diensten. Nachrichten sind gleichzeitig aber nicht unbedingt öffentlich, sondern können auf eine bestimmte Personengruppe oder eben auch ein eigenes Hub beschränkt sein. Die Software bietet also auf Wunsch ein Maximum an Privatsphäre. Wir möchten den Studierenden somit eine nicht kommerzielle Alternative zum Austausch anbieten und haben ein Hub bei uns auf dem Medienbildungsserver installiert. Die Daten dieses Hubs sind bei der Universität gespeichert und landen also nicht irgendwo in den USA. Gleichzeitig ist die Software Open Source und kostenlos. Das heißt, auch Sie als Nutzende bekommen beispielsweise keine Werbung angezeigt. Im kurzen Video werde ich Ihnen die ersten Schritte im System zeigen und auch ein paar der Besonderheiten erklären und hoffe, dass Sie Interesse haben, das auszuprobieren und dass wir das als mit den Studierenden als eine Plattform im kommenden Semester, das wahrscheinlich wieder viel ohne Präsenz auskommen muss, nutzen können. Wenn Sie Interesse haben, sich über die Software und das Hubzilla-System zu informieren, dann gibt es hier auf der Internetseite von Hubzilla einige interessante Informationen, wie das ganze System funktioniert. Und Sie könnten sich das hier mal im Detail anschauen. Auf diese Elemente gehe ich jetzt im Folgenden zum Teil ein. Aber wenn Sie es komplett wissen möchten, dann würden Sie es am besten hier auf der Website einmal durchlesen. Wenn Sie bei uns auf der Medienbildungsseite, also auf die Medienbildung Hubzilla landen, dann ist das die Seite, die Sie als erstes sehen werden. Das ist ein ausgewählter Kanal von der Instanz und zwar eine Sammlung von Informationsfeeds, die aus der Website der Medienbildung kommen. Also aus der Studiengangswebsite Medienbildung werden die Beiträge, die gepostet wurden, dort in einen Feed publiziert und dieser Feed wird hier importiert und im System dargestellt. Das ist nur die Heimseite sozusagen, da landen Sie immer, wenn Sie das erste Mal auf die Seite kommen. Wenn Sie noch keinen Account bei uns haben, müssen Sie sich zunächst über diesen Link hier oben links registrieren. Was brauchen Sie dazu? Dazu brauchen Sie eine E-Mail-Adresse der OVGU. Das heißt, es funktionieren nur E-Mail-Adressen an der Universität. Sie können sich hier nicht mit einer E-Mail-Adresse von irgendeinem anderen Anbieter registrieren, denn Sie bekommen über diese E-Mail-Adresse Ihre Freischaltung zugesendet. Das heißt, Sie müssen eine Universitäts-E-Mail-Adresse annehmen, Sie müssen ein Passwort angeben und Sie müssen zustimmen, dass Sie älter als 18 Jahre sind. Wenn Sie auf der Seite einen Account eingelegt haben, dann ist der nächste Schritt, dass Sie sich einen Kanal anlegen müssen. Mit einem Account können Sie so viele Kanäle anlegen, wie Sie möchten. Das heißt, ein Kanal ist zwar mit Ihrem Account verbunden, Sie sind aber nicht beschränkt auf nur einen Kanal. Sie könnten beispielsweise neben Ihrem persönlichen Kanal noch ein Diskussionsforum zu einem bestimmten Thema betreiben oder auch eine Online-Gruppe gründen. Dafür gibt es hier verschiedene Typen und Privatsphäre-Einstellungen. Wie Sie sehen, haben Sie hier die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Varianten zu wählen, zum Beispiel einem sozialen Netzwerk, das föderiert ist, das also an mehreren Stellen existieren soll, ein soziales Netzwerk, das weitgehend öffentlich, ein beschränktes soziales Netzwerk oder ein privates soziales Netzwerk.
Das kann zum Beispiel bedeuten, dass sich Leute erstmal bei Ihnen anmelden müssen und Sie müssen die freischalten, bevor Sie in das soziale Netzwerk, das Sie angelegt haben, eintreten können. Oder es kann auch privat sein, das heißt, von außen kann überhaupt niemand sehen, was Sie so machen und es ist nur sozusagen für Mitglieder zu benutzen. Sie können aber auch sowas wie ein Forum anlegen beispielsweise, dass da Leute von außen Dinge reinposten können, die dann an alle weiterverteilt werden. Kann also zum Beispiel auch eine Art von Mailingliste sein. Und Sie können aber hier auch andere, speziellere Typen von Kanälen anlegen. Zu Beginn ist es immer sinnvoll, erstmal sich einen persönlichen Kanal anzulegen. Das heißt, Ihr Kanal kann oder sollte dann einen Namen haben, an dem man Sie auch erkennen kann. Ich lege hier mal einen neuen Personenkanal an und habe, wie Sie sehen, jetzt hier oben die Option Soziales Netzwerk weitgehend öffentlich ausgewählt. Das bedeutet, dass wenn dieser Kanal etwas postet, können das im Netzwerk alle sehen, solange das öffentlich gepostet ist. Sie sehen, dann wird hier automatisch ein kurzer Spitzname gewählt. Den lassen wir jetzt auch bei Wilhelm. Den können Sie natürlich auch ändern. Dann wird der Kanal angelegt und Sie sehen, Sie landen erstmal hier auf so einer relativ leeren Seite. Da haben Sie jetzt die Möglichkeiten, Ihr Profil einzulegen. Das Profil ist das, was sozusagen die Leute sehen können, wenn sie bei Ihnen auf den Kanal kommen. Also so eine Art Identifikationskarte. Da können Sie ein paar zentrale Infos für Ihre Leute, die Sie besuchen kommen wollen, hinterlegen. Beispielsweise eben den Namen, einen Titel und Dinge wie Geburtstag, Geschlecht. Es gibt noch Möglichkeiten, hier über den Ort Angaben zu machen, über Beziehungen Angaben zu machen und auch verschiedenste andere Elemente, die beispielsweise Hobbys angehen oder was Sie gerne so in Fernsehsendungen sehen. Das können Sie ausfüllen, müssen Sie aber nicht. Besonders bei Habsilla ist, dass das nicht nur dieses eine Profil sein muss, das Sie für sich pflegen, sondern Sie können mehrere Profile pflegen. Sie können also ein Standardprofil haben, das öffentlich sichtbar ist und das alle sehen können. Sie können aber auch noch zusätzliche Profile anlegen, beispielsweise für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die Ihnen folgen sollen oder Freunde, Familie, Mitstudierende. Und dann können Sie ein spezielles Profil machen, was nur diese Personen sehen. Das heißt, Sie können ein Profil zu einer bestimmten Gruppe kombinieren. Das heißt, Sie müssen Ihre Informationen nicht allen mitteilen, sondern beispielsweise nur den Leuten, die Sie auch persönlich kennen. Genau, da werde ich jetzt hier keine weiteren zusätzlichen Angaben machen oder vielleicht hier noch die eine und dann können Sie hier beispielsweise natürlich auch ein Profilfoto hochladen oder auch ein Hintergrundbild für Ihren Kanal. Hier rechts unter dem Drei-Strich-Menü haben Sie dann verschiedene Apps, die Ihnen angeboten werden. Und die wichtigste für den Anfang ist vielleicht erstmal Ihr Kanal. Da sehen Sie, da ist jetzt nichts zu sehen, weil Sie ja noch nichts gepostet haben und auch groß keine Informationen. Aber die Informationen, die Sie freigegeben haben, die stehen hier. Bekommen hier auch eine Information über die Version, die können wir mal wegklicken. Sie sehen auch, es werden hier keine Verbindungen eingezeigt, weil sie noch keine Verbindungen eingegangen sind. Für die Verbindungen gibt es auch noch mal eine eigene App. Das heißt, wenn wir jetzt mit anderen Kanälen verbunden wären, dann würden hier diese Kanäle auftauchen. Um jetzt eine Verbindung hinzuzufügen, gehen wir hier mal in das Verzeichnis. Im Verzeichnis finden Sie alle Kanäle, die hier bei unserem Hub vorhanden sind. Sie sehen, in den Verzeichnisoptionen ist hier nur dieser Hub ausgewählt, könnte also auch ein globales Verzeichnis sozusagen anzeigen, aber wir sehen jetzt hier nur die Kanäle in unserem Hub und da sehen Sie, dass ich hier meinen privaten Kanal als erstes sehe oder nicht ganz als erstes, aber hier haben Sie die Möglichkeit, dann Kanälen zu folgen. Das ist hier über diesen Verbinden-Button möglich. Ich verbinde mich jetzt mal mit meinem anderen Kanal. Sie sehen, die Verbindung ist hinzugefügt worden und wenn ich jetzt hier noch einige Einstellungen vornehmen wollte, könnte ich das machen. Ich könnte zum Beispiel entscheiden, wie ich vorhin erläutert habe, dass ich ein bestimmtes Profil für diesen Charakter sichtbar machen will, also für diesen Kanal sozusagen ein Profil auswähle, das er dann sehen kann. Genauso kann ich hier noch bestimmte Filter einstellen und ich kann auch Zugriffsrechte einstellen. Also was dieser Kanal in Bezug auf meinen Kanal machen können soll, ob der bestimmte Beiträge nur sehen soll, ob er die auch bearbeiten können soll, ob er Bilder sehen können soll. Und Sie sehen, da sind einige Sachen schon standardmäßig ausgewählt und ich könnte jetzt aber noch eine kleine Auswahl machen, ob ich das auch alles möchte. So, wie Sie jetzt also hier sehen, haben wir eine Verbindung hergestellt und das können wir auch unter meinen Kanal sehen. Ne? Sie sehen hier meinen Kanal, keine Informationen, aber wir haben
hier unser Icon unter Verbindungen. Das heißt, ich habe jetzt eine Verbindung hergestellt. Sie können jetzt auch sehen, dass hier Beiträge in Ihrem Netzwerk angezeigt werden. Und zwar die Beiträge, die der Account in den letzten Tagen erstellt hat. Das kann durchaus auch ein bisschen dauern, bis da die Beiträge auftauchen von Leuten, mit denen Sie sich verbunden haben. Aber nach einer kurzen Zeit sollte es so sein, dass die hier in Ihrem Stream, also hier unter der App Stream, dann auch zu sehen sind. Und dann können Sie eben den Nachrichten folgen, die dieser Account postet. Wie Sie sehen, habe ich jetzt hier noch einen zweiten Kanal in meinen Verbindungen hinzugefügt, nämlich den mit den Medienbildung Magdeburg Feeds. Da werden eben Beiträge auf der Studiengangswebsite gesammelt und hier im Feed dargestellt. Und jetzt sehen Sie auch, wenn ich eben wieder unter meinen Kanal schaue, dann habe ich hier zwei Kanäle, denen ich folge. Und wenn ich in meinen Stream schaue, dann sehen Sie, dass jetzt hier die Nachrichten einerseits von dem Jens Holze Kanal auftauchen, aber auch hier beispielsweise die Mitteilungen aus dem Medienbildung Magdeburg Feeds Kanal. Und so können Sie jetzt einfach weiteren Kanälen folgen und dann hier sie hinzufügen. Sie können diese Kanäle in Ihren Verbindungen auch organisieren. Sie können also bestimmte Kanäle in Gruppen zusammenfassen. Dann haben Sie die Möglichkeit, hier in der Übersicht auch das zu filtern und zum Beispiel nur Beiträge einer bestimmten Gruppe anzuschauen, nur nach den neuesten Beiträgen zu suchen oder nach neuen Kommentaren zu suchen. Und das ist natürlich irgendwie der grundlegende Sinn dieser Plattform, dass Sie auch selber Beiträge schreiben können. Das heißt, Sie können hier mal einen Hallo Welt Beitrag schreiben. Sie haben in der Regel hier bei den Beiträgen die Möglichkeit, einen Titel zu vergeben. Sie können den Kategorien zuordnen. Das funktioniert so wie Tags oder wie Hashtags. Das können Sie hier machen. Sie können aber auch Hashtags in den Text schreiben. Auch die werden erkannt, wie Sie hier zum Beispiel in dem unteren Beitrag schon sehen können. Und dann können wir einen kleinen Text eingeben. Genau. Und Sie können da auch noch ein Smiley dranhängen. Nicht ganz. So. Und genau. Und können das jetzt als einen Beitrag teilen. Sie sehen, Sie haben hier mehrere Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können den Text natürlich formatieren, fett, kursiv oder auch unterstrichen. Sie können ein Zitat markieren, wenn Sie eins eingeben. Sie können Codezeilen oder auch Abschnitte markieren, wenn Sie Code posten wollen. Sie können eine Datei anhängen. Sie können einen Link einfügen oder auch ein vorhandenes Bild. Das müssen Sie vorher in Ihr Fotoalbum hochgeladen haben. Dann können Sie das hier verbinden. Sie können Ihren Standort angeben, also beispielsweise, dass Sie in Magdeburg sind. Und Sie können auch ein paar andere bestimmte Dinge machen, die man vielleicht bei anderen Diensten nicht kennt. Sie können der Nachricht zum Beispiel ein Verfallsdatum geben. Das heißt, ich kann hier sagen, dass die Nachricht an einem bestimmten Zeitpunkt ablaufen soll. Dann wird diese Nachricht bis zu diesem Datum angezeigt und dann im Netzwerk gelöscht. Ich kann auch ein Veröffentlichungsdatum festlegen. Das heißt, ich kann genau dasselbe tun. Zu dem Zeitpunkt wird die Nachricht dann erst gepostet und ich kann die Nachricht verschlüsseln. Das heißt, ich kann eine geheime Passphrase eingeben, die nur Sie und derjenige, der die Nachricht nachher lesen können soll, kennen sollten. Und dann wird die Nachricht verschlüsselt. Für alle anderen wird nur unsinniger Text angezeigt. Aber diejenigen, die die Passphrase haben, können sich den Originaltext anzeigen lassen. Und es gibt auch noch ein Umfragewerkzeug, wenn Sie beispielsweise eine Umfrage posten wollen. Auch nochmal interessant ist hier die Vorschau natürlich. Hier können Sie sich anzeigen lassen, wie Ihr Post dann nachher aussehen wird, wenn er gepostet wird. Das kann interessant sein. Und das letzte Icon neben dem Teilen-Button ist die Berechtigungseinstellung. Und hier können Sie eben jetzt einstellen, wer das sehen können soll, was Sie jetzt posten. Soll das öffentlich sein? Soll das nur für Ihre Freunde sein? Freunde ist eine voreingestellte Gruppe, die Sie bedienen können. Da können Sie also Leute rein tun in die Gruppe und dann sind das die Freunde und die würden das dann sehen. Soll das nur für Sie sichtbar sein? Also Sie können das komplett unsichtbar für alle anderen machen, dann sehen nur Sie Ihren Beitrag oder Sie können auch eine benutzerdefinierte Auswahl machen. Das kann sein, dass Sie zum Beispiel eine neue Gruppe herstellen mit nur einzelnen Leuten, die Sie aussuchen oder eine komplexere Variante davon. Wir machen das jetzt mal öffentlich, damit das dann auch gesehen wird.
und dann können Sie das posten. Und so einfach ist das mit dem ersten Beitrag im Hubseller. Auf diesem Beitrag können Sie natürlich wieder Kommentare erhalten. Das heißt, es gibt hier eine Kommentarfunktion. Dann haben Sie hier genau die Möglichkeit, einfach darunter wieder einen Beitrag zu schreiben. Sie haben die Möglichkeit, hier mit einem Smiley zu reagieren oder einem anderen Emoji. Sie können Daumen hoch und Daumen runter vergeben und es gibt noch andere Funktionen, auf die ich jetzt im Einzelnen nicht eingehe. Das können Sie gerne mal dann ausprobieren. Das sind so die ersten Schritte, die Sie im System machen können. Vielleicht noch wichtig zu wissen ist, dass es hier eine Dateifunktion gibt. Hier haben Sie die Möglichkeit, Dateien hochzuladen. Das können Dokumente, PDF-Dateien, Bilder und so weiter sein. Wenn das Bilder sind, gibt es eine weitere App, die Fotos heißt. Dort können Sie die Fotos dann auch sehen. Also in der anderen Übersicht sind sozusagen nur die Dateien zu sehen. Hier können Sie tatsächlich auch Fotos sehen. Die können Sie dann hochladen und dann sind die hier verfügbar und Sie können sie auch in Beiträge einbauen. Wichtig zu wissen ist, dass Sie auch für die Fotos Privateinstellungen geben können. Das heißt, wenn Sie ein Foto hochladen und Sie sagen, das Foto ist nicht öffentlich beispielsweise, dann können Sie das zwar in einem Beitrag teilen, aber weil das Foto nicht öffentlich ist, sieht dann das niemand, dass da ein Foto drin ist. Sie müssen also darauf achten, dass Sie das Foto auch so freigeben, wie der Beitrag, in dem es dann auftauchen soll, beispielsweise. Umgekehrt können Sie natürlich ein öffentliches Foto durchaus auch in Ihren privaten Beitrag versenden. Das funktioniert natürlich. Eine weitere interessante Funktion könnte noch die Kalenderfunktion sein, die Sie hier im Menü finden. Sie können hier einen Kalender pflegen, der entweder nur für Sie persönlich ist. Sie können aber auch einen Kalender erstellen, den Sie mit anderen teilen. Das geht hier zum Beispiel über diese Teilen-Funktion. Dann können Sie den Kanal mit anderen Kanälen teilen und auch entscheiden, ob die da nur lesen können sollen oder ob die da auch schreiben können sollen. Und dann können Sie diesen Kalender Termine hinzufügen und die anderen sehen diese Termine dann auch. Sie können dazu auch einen neuen Kalender erstellen. Also Sie können einen privaten und einen öffentlichen Kalender beispielsweise haben oder Sie haben die Möglichkeit, auch einen Kalender von anderswo zu importieren. Auch noch ganz interessant ist hier die App-Übersicht. Sie haben hier eine Übersicht über alle Apps, die beispielsweise schon vorinstalliert sind. Da sehen Sie, dass das schon durchaus einige sind. Die einzige App, die ich jetzt noch nachträglich eingeschaltet habe, ist die ActivityPub-App. Die ist normalerweise nicht aktiviert. Die können Sie aber unter den verfügbaren Apps aktivieren, wenn Sie externen Accounts von ActivityPub, das sind zum Beispiel Dienste wie Mastodon, folgen wollen. Sie können hier auch Dinge an Ihre Navigationsleiste anpinnen, beispielsweise die Stream-Funktion. Wenn Sie sagen, eigentlich möchte ich meinen Stream gerne hier oben neben dem Suchfeld haben, dann können Sie das anpinnen und dann scheint das Icon hier oben neben dem entsprechenden Menü. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, hier noch die verfügbaren Apps sich anzuschauen. Wie gesagt, das Activity-Protokoll habe ich schon mal eingeschaltet. Das könnte für Sie interessant sein, wenn Sie entsprechenden Accounts folgen wollen. Sie haben sonst noch die Anstupsen-Funktion, der Artikel-Funktion, Möglichkeiten, Beiträge zu schreiben, Kontaktverwaltung, es gibt Chaträume, es gibt die Möglichkeit, jemanden einzuladen auf Hubzilla. Sie haben die Möglichkeit, hier noch eine Galerie-Funktion nachzuinstallieren, eine Gruppenfunktion und viele weitere Angebote, auch eine App, mit der Sie Ihre Laune teilen können. Dann wird automatisch ein Posting in Ihrer aktuellen Laune gemacht und ähnliche Dinge, eine Notiz-App beispielsweise. Also die können Sie gerne alle mal ausprobieren und testen, was davon für Sie hilfreich ist und uns durchaus auch kommunizieren, ob irgendwas fehlt oder ob es spannende Dinge gibt, die man mit den Apps machen kann, die möglicherweise wir noch nicht ausprobiert haben. Das ist so die basalen Funktionen von Hubzilla. Sie sehen, da kann man eine ganze Menge mitmachen. Es wird also immer komplexer, je mehr Apps Sie installieren und je mehr Möglichkeiten Sie dadurch haben. Es gibt eine Hilfe zu Hubzilla, die ist größtenteils leider auf Englisch. Es gibt auch im Internet einige Hilfen, die auf Deutsch sind und einige Übersetzungen. Hier im konkreten Fall gibt es zum Beispiel von der ersten Seite eben keine Übersetzung. Aber an anderer Stelle im Netz finden Sie das durchaus auch. Hier werden viele der zentralen Funktionen nochmal erläutert und wir werden versuchen, da auch noch ein bisschen mehr Angebot zu schaffen und ein paar Erklärungen, eventuell auch noch ein paar zusätzliche Videos online zu stellen, damit Sie sich hier ein bisschen ausprobieren können. Ich hoffe, das hat Ihnen die ersten Schritte etwas erleichtert. Wie gesagt, möglicherweise gibt es noch weitere Videos und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Lust, das auszuprobieren und experimentieren Sie ruhig ein bisschen auf der Plattform.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.